Hey, in diesem Video bist du richtig, wenn du deine Wirbelsäule mal ordentlich durchbewegen möchtest nach langem Sitzen, langem Stehen. Okay, lass uns gemeinsam beginnen. Wir starten im Stehen und strecken uns erstmal lang aus. Bring mal Raum zwischen Achselhöhle und deinem Becken. Richtig lang machen, genieße den Stretch. Yes. Und dann senke deine Hände. Such dir gerne einen Punkt, den du jetzt mit den Augen, mit deinem Blick fixierst. Und dann beginne ganz sanft zu wippen. Behalte mit dem Blick diesen Punkt immer im Visier und wippe. Wenn das zu viel ist, gerne stoppen, langsamer wippen. Und dann wieder in den Stand zurückkehren und wir bewegen jetzt die komplette Wirbelsäule mit Kettenkaubewegung im Stehen durch. Dafür würde ich dir empfehlen, die Arme mal so seitlich zu nehmen, die Nackenmuskulatur schön locker. Die Unterarme kommen zusammen und wir machen die Wirbelsäule komplett rund. Beug deine Knie ruhig dabei, dann kannst du dein Becken auch noch besser bewegen und deine Lendenwirbelsäule macht besser mit, ja? Wir sind rund wie eine Katze und dann öffnen wir, längen die Wirbelsäule, kommen in die Kaupose im Stehen und ausatmen rund. Halte mal hier für 3, 2, 1. Einatmen, wir kommen wieder in die Kauposition. 3, 2, 1 und noch einmal. Cat-Position. Und Kau. Und locker. Sehr gut. Die Füße sind so, dass du einen stabilen Stand hast. Deine Arme sind seitlich, ganz locker. Und jetzt drehen wir den Rumpf vom Bauchnabel und dadurch beginnen einfach deine Arme mitzuschwingen. Du konzentrierst dich auf den Bauchnabel, der sich nach rechts und links dreht. Länge deine Wirbelsäule. Lass deine Zunge am Gaumen. Und komm wieder zur Mitte. Wunderbar. Die Arme sind jetzt seitlich. Und schau mal, wie weit du dich auf die rechte Seite sanft senken kannst. Und wieder zur Mitte. Vielleicht spürst du sogar auch die Bauchmuskeln, die dich da auf die eine Seite ziehen, dich halten und wieder zurückziehen. Stell dir vor dir und hinter dir sind Scheiben und du kannst dich wirklich nur zur Seite neigen. So weit, wie es dir möglich ist. Die Knie ruhig leicht gebeugt lassen. Und wieder zur Mitte. Greif mit der rechten Hand das linke Handgelenk. Zieh dich schön nach oben und auf die Seite. Beuge deine Knie. Komm in einen Halbkreis wieder zur Mitte. Wechsel. Greif das andere Handgelenk, komm wieder nach oben, strecke dich zur Seite. Ach, herrlich. Knie sind gebeugt, Ellbogen beugen. Wieder so ein Halbkreis zur Mitte. Und lösen. Wunderbar, sehr gut. Jetzt die Knie wieder leicht beugen. Und wir kippen das Becken und beginnen zu kreisen. Eine kreisende Bewegung mit deinem Becken. So schaut es von der Seite aus. Warum lassen wir die Knie gebeugt? Damit wir hier einfach beweglicher sind, ja? Sonst, wenn man die Beine gestreckt hat, dann ist das Becken alles geblockt. Wir lassen sie gebeugt, weil wir wollen hier Bewegung reinbringen. Richtungswechsel. Okay, sehr gut. Wir gehen höher. Mehr zur Brustwirbelsäule, zu unserem Brustkorb. Bring dafür die Arme nochmal vor deinen Körper, spanne sie ruhig richtig und dann lehn dich leicht nach vorne. Dein Becken ist jetzt fest, ja?
Und wir lehnen uns auf die Seite, leicht zurück zur anderen Seite und beginnen auch hier zu kreisen. Richtungswechsel. Langsam, bewusst. Und wieder zur Mitte und aufrichten. Sehr gut. Bei jeder Übung soll es dir gut gehen. Ja? Wenn dir schwindelig wird, bitte sofort stoppen, langsamer machen oder einfach eine Pause einlegen. Wir gehen jetzt weiter zur Halswirbelsäule. Länge nochmal deine komplette Wirbelsäule bis über deinen Scheitelpunkt hinaus. Lege deine Zunge zur Stabilität an den Gaumen. Und dann sanft den Kopf zur Seite, wieder zur Mitte, andere Seite. Du malst mit deiner Nasenspitze eine horizontale Linie. Und komm wieder zur Mitte. Jetzt sanft den Kopf leicht heben und wieder senken. Und heben und senken. So, und schon ist deine Wirbelsäule sehr gut durchbewegt. Deine Bandscheiben freuen sich, die haben gerade was zu essen bekommen, wenn du ausreichend über den Tag hin Wasser zu dir genommen hast. Falls nicht, falls dir gerade einfällt, oh, ich habe noch zu wenig getrunken, dann bitte jetzt auf jeden Fall nachfüllen. In diesem Sinne, Vitalize Your Life. Alles Liebe, deine Stefanie.